Verehrtes Publikum, unsere diesjährige Stuttgarter Festwoche Barock steht ganz im Zeichen des französischen Geschmacks. Um 1700 war der Stuttgarter Hof französisch geprägt unter der absolutistischen Herrschaft von Herzog Eberhard Ludwig und man orientierte sich an Versailles. Man stärkte die höfische, die repräsentative Hofmusik und fantastische Werke sind entstanden. Um 1700 die Oper Adonis von Johann Sigismund Kusser. Dieses Werk wurde erst vor wenigen Jahren von der Musikwissenschaftlerin Samantha Owens wiederentdeckt, rekonstruiert aus erhaltenem Stimmenmaterial aus der Württembergischen Landesbibliothek. Und wir wollen dieses Werk hier erstmals komplett aufführen. Johann Sigismund Kusser war von 1699 bis 1704 Operndirektor am Stuttgarter Hof. Adonis wurde sehr wahrscheinlich im Neuen Lusthaus aufgeführt, was heute nur noch als Ruine vorhanden ist. Kusser selbst war 6 Jahre in Versailles bei Lully und lernte dort den französischen Geschmack kennen und brachte ihn eben im Auftrag von Eberhard Ludwig nach Stuttgart. Das Werk ist aber in deutscher Sprache, aber im französischen Klang. Ich freue mich sehr, dass Samantha auch bei unserer Aufführung dabei sein wird und am Folgetag in einer neuen Reihe, die wir Think Tank genannt haben, tiefere Einblicke in die Entstehungszeit dieses Werkes und auch, wie sie mit detektivischem, musikwissenschaftlichem Spürsinn die Stimmen rekonstruieren konnte und uns wieder dieses Werk überliefert hat. Auch die weiteren Konzerte unserer Festwoche lassen den französischen Geschmack erkennen. Am Freitag haben wir ein Kantatenprogramm für Sie zusammengestellt mit Musik von französischen Komponistinnen. Viele unbekannte Namen, die aber zu jeder Zeit präsent waren und wahnsinnig schöne Musik geschrieben haben. Am Samstag führt uns die Orgelexkursion an das Kloster Neresheim mit der großen, atemberaubenden Holzhai-Orgel. Eine Inszenierung vom Göttlichen, kann man sagen. Raum und Orgel sind eine Einheit. Und auch hier ist der französische Geschmack zu hören. Holzhai, der bei Rieb studierte, der wiederum sich am französischen Orgelbau orientierte. Und den Abschluss der Woche bildet ein besonderes Bach-Programm im Weißen Saal des Neuen Schlosses mit nicht erhaltenen Orgelkonzerten von Johann Sebastian Bach. Historische Zeitungen berichten von einem Konzert in Dresden, das Bach mit Begleitung von Instrumenten gegeben haben soll. Das können nur Orgelkonzerte wie die Cembalo-Konzerte gewesen sein, also die Orgel als Soloinstrument mit begleiteten Streichinstrumenten. Hier haben wir mögliche Werke rekonstruiert. Wir freuen uns, Sie im September bei unserer Festwoche begrüßen zu dürfen.